Hallo und herzlich willkommen zu meinem Devil May Cry Let's Play und wir befinden uns im Endspurt, die letzten zwei Boss-Missionen und auch bei diesen Bossen habe ich nicht so viel Erfahrung, beziehungsweise die sind einfach schon am längsten her und die habe ich auch gar nicht so oft gespielt, ehrlich gesagt. Das ist vor allem bei den Bossen so, die mir natürlich nicht so viel Spaß machen. Der Fall. Und wo ich vor allem beim ersten Durchspielen Probleme hatte. Das ist halt immer die Frage. Ich glaube, jeder hat so sein Trauma. Von den ganzen Bossen. Und irgendwie bin ich nicht mit dem zurechtgekommen. Auch wenn es eigentlich ein einfacher Boss ist. Es ist kein richtig hardcore schwieriger Boss. Dann kommt noch diese nervige Sekunde. Hallo, ich will mich bewegen. Komm schon, gehen wir. Du kannst ja gar nichts. Dass Virgil irgendwie gar keine Fähigkeiten hat. Warum war sein Körper da drin? Noch nicht. Ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden, töten wir Mundus. Er kann nur treten. Er kann teleportieren. Aber er macht das nicht so gerne anscheinend. Und jetzt beginnt der Kampf nach dieser sinnlosen Sequenz von Türen aufbrechen. Und ich bin sehr gespannt. Okay. Und ihr müsst die zwei Arme vernichten. Und am besten haltet ihr euch in der Luft. Weil. Die Erschütterung euch ziemlich. Und die. Oh, wow. Okay, die könnt ihr zurückschlagen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Ich weiß es nicht. Ich muss in die Richtung, okay. Also ich bezweifle jetzt nicht unbedingt, dass wir sterben, dass wir es nicht schaffen oder so. Aber ob wir einen guten Rang bekommen, ist eine andere Frage. Wow! Okay, vielleicht sterben wir sogar. Fuck! Oh, mein Timing ist so off. Ich glaube, wir müssen hier wieder zurück. Es gibt nur also zwei Plattformen. Gut gemerkt. Ich versuch's trotzdem nochmal. Na, noch ein Schlag, ich bin tot. Fuck! Okay, ich hätte noch ein. Ich will jetzt einfach nur so viel Schaden wie möglich verursachen. Ihr seht, diese Treffer. Die mag ich gar nicht gerne. Oh nein, oh nein, oh nein, in welche Richtung? Oh nein! Immer in die Richtung, Gegensatz zur Richtung, nee, in dieselbe Richtung, wie er sein Feuer speit. Und auch der müsste auch kaputt sein. Und danach sollte es nicht mehr so viel sein. Oh je. Jetzt ist er ein bisschen. Oh Mann. Jetzt ist er butterweich ohne Arme und Beine. Ja, ohne Arme.
Und wir haben ihn erledigt. Oh mein Gott. Kein fulminantes Finale. Ich würde aber sagen, dass ich beim nächsten Versuch oder wenn ich es normal versuchen würde, etwas besser abschneiden würde. Er zieht einfach nur viel ab und ihr habt gesehen, den Fäusten kann man eigentlich ganz gut ausweichen, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich gerade. Aber ich schätze mal, dass wir einen Zeitbonus geschafft haben, weil wir schon starke Angriffe müssen. Oh, okay. Nächste Mission. Nicht verdient. Das muss ich zugeben, nicht verdient. Wir können verbessern. Und ich dachte, das wäre das Letzte, aber anscheinend gibt es noch was zu verbessern, wie ich es an der Anzeige sehe. Da nicht mehr. Da auch nicht mehr. Aquila. Da auch nicht mehr. Hier nix. Na? Na? Arbeiter? Rebellion? Doch. Alles geschafft. Und wir beginnen direkt mit Mission 20. Auch lange her, dass ich die Mission gespielt habe. Und wenn er... Wow, okay. Du kannst sie natürlich auch mit der Schrotflinte abknallen, aber da passiert nicht so viel. Was? Wow! Wow, okay, ich hab's nicht gesehen. Hehe. Jetzt hat er nur 4 davon. Und wenn ihr... Und das macht den Flow des Kampfes ein bisschen kaputt immer. Aber das ist... Wow, okay, so viele. No, sir. Oh, ist das schon in Angry Mode? Das trifft ihn nie, oder? Fuck. Ich hätte... Oh, ich bin ausgewichen. Ich hab extra... Oh, Gottes Willen. Wow, okay. Oh, ich bin ausgewichen, ich hab gedemon dodged. Come on. Und jetzt kommt die Phase mit seinem Devil Trigger. Okay, das kann ich nicht. Und er lädt natürlich auch Energie auf, sobald er in diesem Modus ist.
Wo bist du? Da bist du. Nein! Huhu! Wow, okay. No! Und zack. Trick dabei ist, sobald er diese fast keine Energie mehr hat, der Devil Trigger zu aktivieren, der muss aktiviert werden und dann fliegt sein Devil Trigger Doppelgänger nach oben und dann müsst ihr mit dem letzten Schlag vernichten, weil sonst kann der Kampf doch länger dauern. Und das sind SS trotzdem geschafft, mehr schlecht als recht, aber damit haben wir das Abenteuer von Dante bestanden, nicht mit dem Elan, wo ich gedacht habe. Den ich gedacht hatte für den letzten Boss, aber ich musste mich zu stark konzentrieren. Das war kein Spaßkampf, weil ich mit dem irgendwie komfortabel war. Himmel und Hölle haben wir freigeschaltet. Dante muss sterben haben wir freigeschaltet. Dante muss sterben, meine Lieblingsschwierigkeitsstufe. Und wir müssten jetzt auch langsam nochmal die Trophäe bekommen dafür, dass wir es soweit geschafft haben. Wir schauen an, wie wir uns gemacht haben. Ich finde, im Durchschnitt haben wir uns einen Triple S-Rang verdient. Alle Missionen, die jetzt hier auf Doppel S sind, sind auch schwierige Missionen auf Triple S zu schaffen. Vor allem, wenn man nicht alle verlorenen Seelen sich geschnappt hat, wie die Pokémon. Und nachdem wir jetzt auch super viele Orbs, nicht Seelen, bekommen haben, kann ich auch das hier abstempeln. Und wir sind fully powered. Und haben unendlich viel Heilkräfte. Und natürlich gibt es ja die Möglichkeit für verbrauchte Orbs sozusagen eine Trophäe zu bekommen. Deswegen kaufe ich einfach das ganze Zeug hier. Aber ihr habt gesehen, ich habe nie eins benutzt oder so. Und mal schauen, wie der Sohn des Spade aussieht. Oh, so. Neue Klamotte. Auch nicht schlecht. Aber bevor wir Dante muss sterben, verabschiede ich mich. Das ist das Ende dieser Reihe mit Sohn des Spade. Schwierigkeitsstufe. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht dieses Spiel ja furchtbar Spaß und das Aufnehmen macht mir furchtbar Spaß. Ich danke allen Abonnenten bisher, weil ich freue mich wie ein Schnitzel bei jedem. Und ich wünsche euch damit eine schöne Woche. Wie immer, abonniert, kommentiert oder liked das Video, falls es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch, ich entlasse euch damit mit Dante und ich kann mich wieder ein bisschen mehr dem Street Fighter widmen, aber ich finde, Dante muss sterben. Muss dann auch sein. Ich weiß nicht. Ich will. Unabhängig davon, glaube ich, habe ich auch Lust, mal einen Challenge Run zu machen. Level 1 Dante auf Sohn des Spade oder so, oder wenigstens Nephilim, ohne Upgrades. Von Energie oder Fähigkeiten. So viel zum Ausblick für die nächste Zeit. Also vielen Dank fürs Zuschauen.